Die Map News sind wieder vollgepackt mit neuen Karten und ja, Updates gibt's auch. Gut, dann starten wir mit der Ossina. Die Ossina Wielk, so wie sie genau heißt, befindet sich in Polen in der Woiwodschaft Niederschlesien. So, man muss auch etwas hineinfügen, nämlich für die benutzerdefinierten Nummernschilder, die hier auf der Karte zu finden sind. Aber ehrlich gesagt, ich habe sie momentan nicht, weil ich will ja nichts kaufen. So, an und für sich, ja, ein großes Feld mit 4,7 Millionen Euro haben wir mal. Und die anderen sind in einem normalen Bereich. Ja, auf der einen Seite schauen die Felder rechteckig aus, aber doch nicht ganz. Und ja, also im ersten Blick gefallen sie mir auf jeden Fall. Ziemlich gut, sagen wir so. Okay, Produktion haben wir noch keine. Verträge gibt es. Feld 47 ist das große, 130.000 Euro. Ist doch, ja, 47 ist das große. Ja. 130.000, ja, nicht schlecht. So, Obara und Kuhstall. Obara weiß ich jetzt nicht, was ist, aber ich hoffe, wir sehen das natürlich. Stahlfahrzeuge haben wir keine. Höchstens mit dem Nummernpaket, was da drin ist, hatten vielleicht die Stahlfahrzeuge, aber das probiere ich jetzt nicht aus. So, Schokolade, Bretter, Möbel kann man nicht verkaufen, aber... Ja, Zucker geht auch nicht, Kleidung geht nicht, Stoff, Käse, Butter, Brot, ja, also so ein paar Dinge funktionieren nicht zum Verkaufen. Okay, Oliven gehen nicht und Trauben gehen auch nicht zum Verkaufen. Ich schätze, da muss man sich selber was hinplatzieren. So, der Wachstumskalender wurde auch extra umgeändert. So, dadurch, dass wir keine Stahlfahrzeuge haben, fliege ich mal in die Höhe, um uns die Karte etwas genauer anzusehen. Ja, recht interessant. Also eben ist sie nicht, gefällt mir mal gut. Die Felder und alles drum und dran schaut auch gut aus. Wenn ich mal das so im Überblick anschaue und die ganze Karte ist irgendwie etwas dunkel geraten. Gut, also... Missionen, ja, Forst gibt es auch ein bisschen. Hier zum Beispiel haben wir auch ein paar Bäumchen, die gehen mit dem Harvester, die anderen hier gehen nicht. Und ehrlich gesagt, das Ganze schaut wirklich recht gut aus. Gut, zwei Bauernhöfe mit Kühen, 47 Äcker gibt es und drei Wiesen sind auch darunter. Zwei Verkaufsstellen. Und sonst ist auch alles da. Ja, gut. Das war's, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Ja, das wäre der Haupthof. Ja, der zweite oder der zweite Hof. Ja, man besitzt noch gar keines dieser Flächen. 129.000 kostet das eine, knapp 150.000 das andere. Ja, momentan kann ich beides nicht kaufen, aber die anderen gehen natürlich auch zum Kaufen, zum Beispiel Fahrzeughändler, Viehhändler hier zum Beispiel. Ja, schauen wir uns aber mal die Höfe an. Naja, es ist genug Platz, um etwas dazu zu bauen, vor allem bei diesem. Und der andere, ja, schaut auch recht gut aus. Ich schätze mal, das ist auch... nein, ist er nicht. Das ist der zweite Hof. Aber der zweite Hof, den kann man auch so lassen. Und ich schätze, das ist hier. Diese Silagebeine sind nur Deko. Ja. Ist nur Deko. Muss ich was sehen. Ja, ist ja... Schau, Deko braucht man auch, muss man ehrlich sagen. So, gut. Dadurch, dass wir noch ein paar andere Karten, vor allem neue Karten haben... schauen wir uns die weiteren auch gleich an, sonst wird das Video wieder zu lang und das will ich ehrlich gesagt nicht. Berge Profonde FS22 ist die nächste neue Karte. Ja, und
eines muss ich mal sagen, irgendwie muss man bei der PDA noch was machen, aber es geht wenigstens alles zu kaufen. Hier hat man sogar schon alles soweit da. Olentun hat man auch noch da. Ja, Hühner, Kühe, Schafe, Schweine hat man auch. Gibt es sonst noch irgendwo welche? Ja, Getreidemühle, die erweiterte Getreidemühle, Shop-Item Missing. Ja, ein paar Sägemühle, der Eintrag fehlt auch. Da ist auch ein Farmhaus. Da haben wir auch Kühe, zweimal sogar. Geht auch extra zum Kaufen. Hier sind auch Methan. Fermenter, das ist eine riesengroße Biogasanlage, so wie das ausschaut. Da haben wir auch wieder Kühe bei diesem Feld, glaube ich, dazu. Ja, schauen wir sich mal alles weitere an. Ja, da haben wir. Ja, die ganze Biogasanlage ist hier irgendwie schon da. Fermenter und. Also, Direktverkauf für Strom, Direktverkauf Strom, dann die Getreidemühle erweitert, Lagergas, Direktverkauf Gas, Lagergereste, also Gereste, Lager fermentigen. Also das Ganze besitzt man schon. Da haben wir auch die ganzen Kuhställe, Schafställe und Hühnerställe, Schweineställe und. So, Stahlfahrzeuge besitzt man auch schon. Das heißt, ich hüpfe gleich mal durch. Dann sollte Oliven gehen, nicht Trauben gehen zu verkaufen. Dann Saatgut kann man kaufen und verkaufen. Da macht man einen riesengroßen Verlust, aber ist ja kein Problem. Und ja, Hackschnitzel gehen nicht zu verkaufen. Also, Forstliebhaber haben schon mal ein paar kleine Problemchen. So, Fries, also Pommesfabrik. Da kann man Sonnenblumenöl verkaufen. Rapsöl und Olivenöl geht nicht. So, Schokoladebretter, Möbel kann man nicht verkaufen. Oh, da ist noch Klee, Karotten, Zwiebeln, Hopfen. Zum Teil kann man es verkaufen, was man hier zusätzlich hat. Zum Teil nicht. Mohn, Hopfen, Kompost geht nicht. Okay. Ja, Luzerne, Klee, Karotten, Zwiebeln, Hopfen und Mohn sind zwar eingetragen, aber es gibt keinen Zeitpunkt, wo man sie anbauen und ernten kann. Also ich glaube nicht, dass die funktionieren. So, na, schauen wir mal durch. Ist der. Nächster Case. Manitou und mehr hat man hier nicht auf diesem Hof. So, die Karte im Allgemeinen einmal recht schön. Also, die Karte schaut schön aus. Also, recht gut. Nur leider, PDA funktioniert nicht ganz so. Und da hat man die ganze Biogasanlage, das ganze Gedöns, sogar mit überdachten Fahrsilos. Nicht schlecht. Ja, Prinzip, Biogasanlage hat man und anscheinend muss man sich das Ganze dann nur kaufen mit Feld 6 dazu. Kostet knapp 200.000. Da kann man, glaube ich, auch erst hier hinein oder. Oder kann man hier schon was rein? Ich bin wieder zu schnell. Oh, na, anscheinend kann man schon was hinein. Naja, nicht schlecht. So, da sehen wir das ganze Dings hier rüben. Und Straßenverkehr haben wir auch. Hier drüben wäre dann auch hier der Kuhhof bzw. der Kuhstall. Das ist ein Freilandstall. Ah, auch nicht schlecht. So, der Map ist Big Farmer und Le Farmer Du 17. So, und ich schaue noch kurz nach, was es bei den Kommentaren so gibt. Ja, die Beschreibung ist etwas mager, ja, leider. Aber nun gut.
Ja, also von Ausschauen her eine wirklich schöne Karte. Von der PDA und allem drum und dran, nun ja, meiner Meinung nach gehört es noch ein bisschen überarbeitet und sie ist irgendwo außerhalb der Karte. Ja, gut. Lassen wir das einmal. Weiter. Gut, starten wir wieder von da. Ja, wie gesagt, eine recht schöne Karte und ja, weiter geht's zur nächsten. Willkommen auf der ROG, ja, wie man es halt nehmen möchte. Ja, das wäre einmal die ganze Karte. Sie ist, wie man sieht, einem realen nachgebaut. Es sind 130 Felder hier und 80 Wiesen. So, schauen wir mal. Ich schätze mal, das ist eine Vierfachkarte. Und ja, von den Feldpreisen her würde ich das auch so sehen. Die ganzen Wälder gehen nicht zu kaufen, finde ich ehrlich gesagt etwas schade. Aber geht's zum Kaufen? Wird noch nicht angezeigt. Oh, geht zum Kaufen. Kostet knapp 60 Millionen. Okay. Gut. Ja, wie gesagt, Bilder gibt es aber nur für 60 Millionen. Die Karte ist zwischen Masurin und Masowin. Sie kommt von Tef-Team. Und ja, was haben wir dann noch so alles hier? Produktion bis jetzt noch keine. Verträge gibt es. Einen Kuhstall aber der L10N, also die Einträge fehlen beim Schweinestall, Kuhstall. Stallfahrzeuge gibt es auch keine. Ist das alles soweit eingetragen? Ja, Baumwolle gibt es, kann man sogar auch. Silage, Hackschnitzel gehen nicht zum Verkaufen, obwohl so viel Forst da ist. Holz geht dafür zum Verkaufen. So, schauen wir mal alles schnell durch. Ja, gesehen haben wir schon. Schokolade geht, Bretter, Möbel gehen nicht. Okay, gut. Der Wachstumskalender passt auch, der ist original. Und fliegen wir mal etwas schneller über die Karte, vor allem weil sie eine Vierfachkarte ist. Also Forst gibt es hier genug, aber man muss es halt teuer kaufen. Aber schaut recht gut und interessant aus, muss ich ehrlich sagen. Meiner Meinung nach gehört der Forst noch etwas überarbeitet. Aber sonst eine recht schöne Karte. Ja, polnische Kennzeichen gibt es ja auch auf der Karte. Produktionen, die suche ich gleich dann noch. Nach dem kurzen Überfliegen hier. Gut, kurz. Nachfolgezeichen kurz. Drei Höfe sollte es geben. Ja, so ein paar Easter Eggs sind auch verstreut. Und schauen wir mal. Ob wir ein paar Höfe finden. Ja, schaut recht gut aus. So, auf jeden Fall hätten wir da mal den einen Hof. Was haben wir denn auf dem Hof? Schweinestall und Kuhstall. Das wäre mal der erste. Ja, kann man benutzen, ist auch ausbaufähig. Und schauen wir mal weiter, ob wir noch was hier finden. Auf die Schnelle, weil ich schaue mir ehrlich gesagt die Karten nicht vorher an. Und ja, das ist das Ganze halt etwas schwierig. Ja, da haben wir auch jede Menge. Bäume, kann man das überhaupt kaufen? Ja, voll mit Birken. Birken gehen nicht mit dem Harvester schneiden. Also sehr viel Arbeit, das Ganze wegzuräumen. Ah, schauen wir mal. Nein. Geht nicht extra zu kaufen. Schade.
Schokolade. Gut, ja. Ja, das wäre der Hof. Beziehungsweise. Das ist GR1. GR1. Da wäre dann noch einer. So wie das ausschaut. Das passt auch, finde ich. Ist halt ausbaufähig und ja. So, irgendwo was. GR3. Ja, gut, da kann ich nicht hin. Da ist auch wieder was. Und ja, das wäre der nächste Hof sozusagen. Gut. Das war's mit dem kurzen Überblick und der Vorstellung dieser Karte. Und weiter geht's zur nächsten. So, meine Freunde, die La Champagnade. Da habe ich ein kleines Problem, weil ich habe schon eine Karte, ich glaube, das war die Belgien Profonde, heruntergeladen und da müsste ich jetzt über knapp fünf Stunden warten. Und es ist jetzt schon, ja, 8:45 am Abend. Das geht sich nicht aus und ich muss auch irgendwann schlafen. Das Problem bei diesem Downloader ist, dass man eine gewisse Zeit, dass man jeden Tag nur eine gewisse Downloadmenge zur Verfügung hat. Und dadurch, dass diese Karte 3,67 GB hat, ja, die hat so viel. Ich weiß nicht, wieso diese Karte so groß ist. Aber nun ja, vom Aussehen der Karte her, würde ich mal sagen, schaut nicht einmal so übel aus. Natürlich kommt sie bei den nächsten Map News als Zusatzeintrag, als Zusatzmap dazu. Und damit ich euch diese Karte auch vorgestellt habe oder ihr versucht sie da zu downloaden. Es dauert halt so einige Zeit. Es gibt 11 Kulturen zusätzliche, zum Beispiel Lavendel. Mir wird hier leider nicht genannt. Ich war kurz auch auf dem Discord und ja, HDF-Modding, das ist ehrlich gesagt, es ist glaube ich französisch und ja, ich will mit den Franzosen nicht herumstreiten, sagen wir es mal so. Gut, soweit zu dieser Karte. Wie gesagt, bei den nächsten Map News am Mittwoch kommt diese Karte. Mittwoch, oder? Ja, Donnerstag in der Früh. Kommt die Karte auch zusätzlich dazu. So, gut. Danke fürs so lange dranbleiben bei dieser Karte und ja, wir schauen gleich einmal weiter. West End bei Lewis, die nächste Karte. So, wie schon gesagt, die Karte kommt von Lewis, ist eine 16-Fach-Karte. Ich gehe da mal raus hier. So, da fangen wir mal an, wie das ausschaut. Gibt es hier ein Tor auch? Ja. Gibt es. So, okay. Pferdestelle, jede Menge. Schweinestelle. Bienen gibt es hier. Jede Menge Produktionen. Ölpumpe und. So, ja, das ganze Gebiet besitzen wir schon. Bis auf ein paar Dinge hier. Zum Beispiel Müsefabrik, aber gut. Ja, ein paar Felder haben wir auch. Forst haben wir auch hier. Zumindest ein großes Gebiet. Das große Gebiet kostet, ach du Heilige, knapp, okay, sagen wir so, knapp 98 Millionen kostet dieses Gebiet hier mit Forst. Das müsste man sich auch mal leisten können. Was kostet eigentlich die anderen Felder? 81 Millionen, 66 Millionen, 82, 86, 76, ja, 6,7. Ja, 105.
Millionen. Okay, ja. Ah, zusätzliche Früchte haben wir auch. Roggen, Dinkel, Tritikal, Luzerne, Karotten, Zwiebeln, Hopfen und Lavendel. Ja, das ist mal heavy, was die Preise angeht. So, Solaranlage besitzt man 2. Ah, Zustand. Okay. 1600 Kilowattstunden, okay, gut. Dann haben wir ein großes Gewächshaus, wo man auch jede Menge produzieren kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 12. Oder 10. 10 Gewächshäuser ungefähr. 1, ein Obst, Gemüse, Obstgarten, Windkraftanlagen, auch 2 Stück. Und ein Wassertank. Okay, ja. Oh, wow. Also Verträge gibt es und, naja, Feld 1 ernten 2,2 Millionen. Naja, das sind halt groß auch. Naja, nach einer Zeit kann man sich mit diesen Preisen die Felder leisten. Okay. Und da gibt es natürlich auch große Maschinen dazu. Okay. Sauferkel, also 950 Schweine, das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, 6 Mal Schweineställe, Kühe. Oh wow, da gibt es 450, 500, 1000, 1100 Kühe. Gott sei Dank ist schon ein bisschen was drin, sonst wird es ein bisschen haarig. Und dann ja, 1100 Kühe, beziehungsweise Kühe und Kälber, Schafstelle im Schafstall. 700, 740 Geißziegen, Schafböcke, das 1, 2, 3 mal Hühner, jede Menge. Dann auch mal Kühe, Pferde. Hühner, 500, 1000. Oh, Enten, Entenküken, Hühnerküken und Hähne. Okay. Auch nicht schlecht. Dann haben wir auch jede Menge Pferde. Das zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Okay. Also auf dieser Karte ist man ja ganz schön beschäftigt. So, ja, es ist halt eine 16-fach-Karte. Diverse Dinge kann man kaufen auch, wie zum Beispiel Zuckerrohr und Baumwolle, Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrüben. Ja, synthetische Harnstofflösung. Wie schaut es mit den ganzen Produktionen aus? Und allem drum und dran. Ja, Schokolade kann man kaufen und verkaufen. Bretter, Möbel. Propan und Entenfleisch, Hühnerfleisch, Lammfleisch, Kompost, Kürbis, Karotten, Erdbeersaft, Lavendelöl. Ja, also da kann man sehr viel machen. Also da braucht man sowieso entweder Cosplay oder eine Gemeinschaft mit jede Menge Spielern. Gut, Weizengerste. Ja, der wurde auch komplett überarbeitet. Man kann sehr viel in einem sehr großen Zeitraum ernten und ansehen. Ja, Roggentritikale, Dinkel, Luzerne, Karotten, Hopfen sind auch schön eingetragen. Passt. Hilf mir ein bisschen durch da. Ja. Was die ganzen so Fahrzeuge angeht. Groß. Größer, am größten, natürlich. Mit extrem Breitreifen, dass man ja nicht durchdreht. Ah, ja, der Big Butt und alles drum und dran. So. Okay, ich schätze mal, das wäre dann der Haupthof mit allem drum und dran. Und ja, ich bin schon sehr lange auf der Karte, weil es wirklich viel gibt und sie ist komplett flach. Was gibt's? Und alles drum und dran. Da haben wir auch natürlich
den Hof, schätze ich mal. Ja, beziehungsweise Düngerproduktion, Bäckerei, Windkraftanlage und, und. Und für unsere Forstfreunde schaue ich mir mal was an, nämlich, wie schaut der Forst aus? Ja. Groß, größter, ja, groß. Also, hier ist auch jede Menge da. Und da sieht man auch, wieso dass das kostet. Gut. Ja. Ich fliege jetzt auf maximaler Geschwindigkeit und ja, groß, größer. Am größten. Alles da. Gut. Passt. Ja, jeder, der was solche große Felder mag, bitte gerne gibt Vollgas. So, ja, 50 Produktionen gibt es auf der Karte. Und ja, es gibt sogar ein Schienennetz. Und ja, mehr kann ich glaube ich nicht mehr sagen dazu. Außer viel Spaß bei den großen Maschinen. Misslingen oder je nachdem, ist eine umgebaute und modifizierte Karte von Noob Frags, also Swedish Bona Team. So, schaut ehrlich gesagt recht interessant aus. Feld 1 besitzen wir schon, kostet 12 Millionen und mal schauen. So wie das ausschaut, gibt es Forst auch. Diverse Felder besitzt man auch schon. Den Hof hat man schon kurz gesehen. Stabfahrzeuge, Kuhstall mit Fütterungsroboter und Schafstall groß ist auch da. Und ja, zusätzliche Früchte gibt es nicht. Ja, große Fermentingsilo und großes Sägewerk. Verträge gibt es auch. Einmal Brennpressen und einmal Düngen. Momentan hier. So, da haben wir Schafstall groß, Schafstall mit Kuhstall mit Fütterungsroboter, das zweimal. Also New Dutch Pig Sheet, also Schweinestall, gibt es auch zweimal. Und jetzt zu der Geschichte der Karte mal. Ja, Stabfahrzeug gibt es auch, da hüpfe ich gleich noch durch. Die Misslingen wurde für FS15-Videos verwendet, wurde in den 19er konvertiert und jetzt auch in den 22. Es ist eine schwedische Karte und ja, es gibt drei Farmen, einen Hafen und ein kleines Dorf und Sägemühle und vieles mehr. Und ja, so, Kleidung 42.000, naja, nicht schlecht. Bretter geht nicht zu verkaufen, wir beginnen zu verkaufen. Kosten 12.000. Ah, nicht schlecht. So, hier passt auch alles. Und schauen wir mal an, was wir da haben. Also mit den Stabfahrzeugen kann man, wenn man möchte, anfangen. Genug gibt es davon. So, den Hof haben wir schon gesehen. Forst gibt es auch ein bisschen was davon. Und eher gesagt, das rundherum gefällt mir nicht besonders. Zumindest hier schon etwas besser, aber die andere Seite nicht. Gut. Ja, das Ziel von dieser Karte ist es im Prinzip, euch ein Bild der skandinavischen Bauern zu vermitteln. So, das schaut auch wieder nach Hof aus, das hier. Auch nicht schlecht. Schön interessant. Das wäre auch ein Hof, oder war ich hier schon? Nein, hier war ich noch nicht. Also drei Höfe, schauen alle drei anders aus. Forst haben wir hier. Und ja, also echt schöne Karte, muss man sagen. Und ja, das gehört noch ein bisschen verändert, dass man sieht, wo eigentlich wirklich das Wasser ist. Und ja. Aber das wird schon, schaut auf jeden Fall recht interessant aus. Und ja, die Misslingen hat 1,2 GB. Und ich
Sag ich hätte mal ein paar Details zu den Karten. Die Belgien Profonde, was wir hier vorher hatten, hat knapp 2,5 GB. Die Westend gute 1,6. Die ROG 1,5. Und dann haben wir schon mit den Misslingen mit 1,2 GB. Auf jeden Fall schaut die Karte recht interessant aus. Kann man auf jeden Fall zocken, würde ich sagen. Und ja, für Frost Deep habe ich halt auch was dabei. Ja, die Ossina hat knapp 500 GB. Und ja, die Belgien Profonde, bevor ich es vergesse, muss man auch entpacken. Da ist jede Menge dabei. Gut, und ja, im Allgemeinen, das erste, was ihr immer schauen solltet, wenn ihr eine Karte nicht seht, wenn ihr sie einfügt, schaut, ob man sie entpacken muss. Gut, dann hören wir weiter. Und zwar mit den Updates. Thüringen V2.3 von Akita 83. Hier sieht man die Karte. Almodding ist auch dabei. Sieht man auch diverse Preise der ganzen Höfe. BGA 1 Million, Weinberg 1,2 Millionen und. So, und ja, im Prinzip, so wie das hier aufgeregt ist, sollte man die Multiplayer die Farmen erstellen und kaufen, damit das Ganze funktioniert. Das kann ich mir schon so vorstellen, dass das so ist. So, und das sind die ganzen Unterstützer. Gut, eine schöne Karte. Es wurde auch so ziemlich viel gemacht. Nämlich beim Schwarzwälder Hof wurden die Kühlträger für loses Stroh verbaut. Schnellfahrzeuge gibt es überhaupt gar keine hier. Ja, dann ein Schild wurde hinzugefügt. Bei der Eierausgabe, Futterplane für die Schweine wurde gefixt und der Milchträger für die Schafsmilch wurde gefixt. Da gibt's sogar Schafsmilch. So, eins habe ich gesehen, es gibt Multifruit, da haben wir. Klee, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Tabak, Hanf, Lavendel, Mohn, Rotkohl, Weißkohl und Roggen. Da Produktionen besitzen wir noch keine Verträge, haben wir da Ziegenstall, Kuhstall, Großhühnerstall, Schafstall und Pferdestall. Alles groß. So, ich schaue noch schnell alles durch, weil hier ist wirklich viel zum Zeigen, beziehungsweise hat sich auch viel geändert. Ja, der wurde auch verändert. Und man kann die ganze Multifruit, das ganze Multifruit anbauen und ernten. Das wurde richtig eingetragen. Da würde ich sagen, perfekt. Also, was das so, wenn ich mir das exakt mit der Karte so anschaue, also eine Top-Karte. So, ich fliege da mal drüber und weiter geht's mit den Änderungen. Nämlich der Zaun bei Hage wurde der Verkaufspunkt versetzt. Blitzer gab es auch, der ist aber immer noch da, aber nur wurde er woanders hin platziert. Ja, fast die Bauern haben auch was zu tun hier auf der Karte. Beim Berghof wurde der Milchträger für Schafe vergrößert. Die Kapazität aller Silos wurde auf 5 Millionen erhöht. Neue Tiere, Ziegen haben einen eigenen Stall erhalten und wurden auf den großen Höfen verbaut. So, zusätzliche Produkte, Ziegenmilch, Ziegenkäse, Schafskäsepaletten, die wurden gefixt. Export für Missionen als Verkaufspunkt wurde hinzugefügt. Funktionierendes Ampelsystem wurde auch verbaut. Schlamm wurde auch verbaut, aber den Schlamm muss man sich extra herunterladen. Mistplatz am Berghof wurde gefixt und in der Verbindung mit dem Kuhstall. Wurde in Verbindung mit dem Kuhstall gesetzt. BGA kann verkauft werden und bleibt an seinem Platz. KI-Splinlens von den ganzen Fahrzeuge wurde angepasst.
Dann der Schlachter wurde auf die neuen Tiere angepasst. Dann Ziegen und Enten wurden hinzugefügt. Natürlich kann man sie auch verkaufen bzw. schlachten, je nachdem. Eigene Tiergehege wurden zum Download in Form verfügbar gemacht. Neue Blitzer gibt es sogar auch. Und diverse kleine Anpassungen und einen neuen Spielstand brauchen für diese Version leider auch. So, gut. Dann, ja, kommt noch eine Karte und dann sind wir für heute fertig. Elm Creek Erweiterung Version 1.6. Ja, im Prinzip die Elm Creek auf vierfach. Wenn man das so sieht. Also, es gibt diverse Änderungen. Die Karte ist von Bauer Brown. Immer die Standardstofffahrzeuge, schätze ich mal. Die Hilfsfarmen sind jetzt verkaufbar. Viele kosmetische Korrekturen wurden natürlich gemacht. Kleine und große Garagen oder Quonsets-Hütten sind jetzt verkaufbar. Zwei zusätzliche Felder sind sogar dazugekommen. Ich kann euch leider nicht sagen, welche Felder, weil ich spiele diese Karte nicht. Ja, Biogasanlage haben wir auch. Irgendwas hat sich auch bei der Biogasanlage getan, glaube ich. Aber dazu kommen wir noch. Gut, Items auf dem Sumpfland sind jetzt verkaufbar. Übrige Requisiten werden jetzt mit Eigenschaften verkauft. Und ja, dann quasi das Geld bringen, sozusagen, wenn ich das so frei sagen darf oder irgendwas anderes. Dann die Grundstücksgrenzen wurden angepasst. Dann, ja, Grundstücksgrenzen wurde angepasst, dass die Straßen befahrbar sind. Innenmaske wurde aktualisiert. Neue Bodenkarte für Precision Farming gibt es. Aktualisierte Verkehrs-Splinlands für einen besseren Verkehrsfluss. Ja, unsere Forstliebhaber haben auch was zu tun hier. Saphir elektrische Tore wurden entfernt. Die Silage wurde zum GCIC-Verkaufspunkt hinzugefügt. Ja, weitere KI-Splinlands wurden an verschiedenen Orten der Karte hinzugefügt. Und modifizierte Kautionsauslöser an der GCIC-Verkaufsstelle gibt es natürlich auch. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer dass diese Karte eben eine Vierfachkarte geworden ist, die Elm Creek. Aber gut. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Durchhalten. Und wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder, vor allem mit der La Champagne. Moment, ja, zusätzlich mit der La Champagnade. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.